Ja, liebe Freunde des geflickten Tones, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja hier eben nicht mehr der Fall. Ich habe hier eine Teufel Rockstar und ja, moniert wird, es kommt nur noch ganz leiser Hochton dort raus, es kommen keine Bässe mehr raus und ich habe mich jetzt schon mal hier durchgearbeitet, ich habe mal das Basschassis schon mal rausgeholt und jetzt hört euch das mal an. Das hört man schon, als eingefleischter Techniker weiß man sofort, dass das Chassis zerschossen ist. So, und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und habe hier das Chassis mal gemessen. Das heißt, ich habe hier mal an der eigentlichen Schwingspule mal geguckt, was müssen wir für Werte haben. Hier habe ich jetzt mal gemessen. Es ist übrigens ein Stereo-Subwoofer und ich habe es dort gemessen. Und hier sind die Spulen im Subwoofer unendlich. So, das heißt also, das Chassis ist defekt. Ich habe das auch eben gerade noch mit einem Techniker geklärt von der Lautsprechermanufaktur. Und die sagen selber, die fassen sie gar nicht mehr an, diese Lautsprecher, weil das wirklich billigste China-Ware ist. Ja, das ist ja schade. Also damit hat es dieses Chassis denn zerschossen. Ich werde dann mal gucken, was wir denn als nächstes dort einbauen können. Ja, hier kann man schon sehen. Also, ich sag mal, das Gehäuse grundsätzlich ist solide verarbeitet. Das hat hier ordentliche Spanten drin. Also, es ist sehr gut verarbeitet, sehr schön gemacht. Keine Frage. Jetzt haben wir hier noch das Plastikhorn, was defekt ist. Und ich habe auch schon die Endstufe komplett ausgebaut. Die Endstufe funktioniert auch noch. Hier haben wir das reine Endstufenmodul, was gerade mal, ich sag mal, vielleicht 1,5 Kilo wiegt. Also, da ist auch nicht viel Masse hinter. So, was wir hier haben, hier ist das Netzteil, hier ist das Batteriemanagementsystem für den Akkumulator. Dort haben wir die erste Endstufe und dort sitzt die zweite digitale Endstufe, die unten auf dem Kühlkörper aufläuft. Das scheint alles soweit noch zu funktionieren und ich werde mich jetzt darum kümmern, dass wir dort für dieses Gerät jetzt die passenden Chassis bekommen, die es natürlich von Teufel nicht zu kaufen gibt, weil die würden das Ding auch nur noch entsorgen und gar nicht mehr reparieren. Und ich will mal schauen, was wir da machen können und welche Schwingspule wir oben für das Mitteltonhorn ersetzen können und so weiter und so weiter. Und all das wird es dann in den weiteren Videos geben zu dem Teufel Rockstar. Und zwar, welcher Type ist denn das überhaupt? Rockstar Event Sound ist das. Der Bursche ist das. Ja, ich lasse mich mal überraschen, ob wir das Ding wirklich wieder retten können. Und alles Weitere seht ihr denn hier bei mir auf dem YouTube-Kanal. Thema Teufel Lautsprecher Rockstar. So. Das mit dem Chassis besorgen ist doch relativ kompliziert, weil es ist ein PA-Lautsprecher, Doppelschwingspuler und ja, scheinbar nicht so eben einfach aufzutreiben. Ich hatte aber auf Lager noch einen Zack Electro Voice Pro Serie und der passt natürlich wunderprächtig rein. Ist leider nur ein Mono-Schwingspuler, also der hat nur eine Schwingspule drin. Was ich aber gemacht habe, ich habe den vernünftig aufgeklemmt. Mittelton, Hochtongehorn ist auch wieder fertig repariert. Und ja, das Ding funktioniert einwandfrei, klingt exzellent. Ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen, wie das mit einer anderen Rockstar wäre. Auf jeden Fall haben wir dort einen wesentlich größeren Magneten drin. Der hat wesentlich mehr Energie, auch der Bursche. Was ich jetzt noch machen muss bei der ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt noch hier die Endstufe wieder vernünftig einbauen, Akkubetrieb wieder gangbar machen und so weiter. Und die Endstufe habe ich auch schon repariert. Also das schaut schon alles ganz gut aus. Und es wird auch so langsam. Also ich finde, auch wenn das jetzt Zack Electro Voice andersrum steht, hat den Grund, weil die Kabel relativ kurz da im Chassis drin selber sind, also im Lautsprecher selber drin sind, im Lautsprechergehäuse. Und dann habe ich mich entschieden, das andersrum zu drehen. Es kommt sowieso ja noch die große Teufelverblendung rauf, also fällt das auch gar nicht weiterhin auf. Ja, also das zu dem Thema. Ich mache das Ding jetzt fertig und werde das Video dann auch dementsprechend noch weiterführen. Ja, Thema Teufel Rockstar. So, also das Ding ist jetzt wieder zusammengeschraubt mit dem Zack Electro Voice Chassis, was ich da jetzt eingebaut habe. Er klingt wirklich recht ordentlich jetzt damit. Das passt also auch. Und ich denke mal, wir können das Gerät auch so lassen. Also es ist schon ein doch größerer Aufwand, so ein Ding mal wieder in Stand zu setzen. Gott sei Dank habe ich ein passendes 15 Zoll Chassis da gehabt und ja, ich bin damit sehr zufrieden. Und was ich natürlich jetzt noch festgestellt habe, ist bei diesen Dingern, die halt auf hier mal rumstehen, hier ist der Akkumulator, der unten drin sitzt, der 12 Volt ist platt, der ist schon gebläht. Aber das werde ich in den Kunden sagen, da kann man sich dann noch darum kümmern, dass dieses Ding wieder in Stand gesetzt wird. Also von der Reparatur her hatten wir jetzt ein defektes Hochtonchassis, also Hoch-Mitteltonhorn. Da habe ich jetzt die Kalotte, also die eigentliche Membrane wieder ersetzt. Dann haben wir hier ein komplettes neues 15 Zoll Chassis eingebaut in dieses Gerät, inklusive defekte Endstufe, die ich repariert habe, hier im Mitteltonbereich. Ja, das ist jetzt alles wieder fertig und ich denke mal, das Ding kann doch jetzt so wieder raus und
wieder zum Kunden. Bin ich ganz zufrieden mit. Das zum Thema Teufel, Rockstar. Meine Begeisterung hält sich dafür in Grenzen, aber das ist auch in Ordnung. Das muss auch nicht.